Sabo, du hast mit dem Karneval gegründet. Genau, ich habe von 1996 11 Jahre lang für den Karneval der Kulturen gearbeitet und das sehr gerne. Kannst du dir vorstellen, wie es den Leuten jetzt die letzten 2 Jahre gegangen ist, dass sie so wenig Zeit hatten für die Vorbereitung? Ja, ich finde das außerordentlich dramatisch und schwierig, weil ich wirklich glaube, dass die Kommunikation unter anderem mit den Karnevalsakteuren über das Jahr gegeben sein muss. Und dass natürlich noch ganz viel Musik darin liegt, wenn diese Zeit wieder da sein wird, noch ganz viele Dinge zu entwickeln und noch schöner zu machen, obwohl es sehr, sehr schön heute ist. Du bist auch Teil der Stiftung Zukunft Berlin. Was sind da gerade die aktuellen Herausforderungen? Wir beschäftigen uns ja in der Stiftung Zukunft Berlin sehr viel mit stadtstrategischen Themen, mit der Entwicklung dieser Stadt. Wo will Berlin in 10, 20 Jahren sein? Was sind so die Orte in Berlin, wo Entwicklung geschieht? Kulturforum, Humboldt-Forum, das interessiert uns sehr und noch vieles, vieles mehr. Dann wünsche ich erstmal viel Erfolg dabei und jetzt geht auch schon die nächste Gruppe los. Wir hören uns schon fast gar nicht mehr. Also zurück. Ja, danke. Zurück zu den Kommentatoren.